Was geht ab, Freunde und Supporter? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen fetten Folge Far Cry 5. Ihr seid da, Peaches und ich sind da. Wo ist Boomer? Boomer ist wahrscheinlich schon wieder verbrannt, oder? Kann das sein? Stimmt, ich glaube, der ist beim letzten Mal wieder draufgegangen. Naja, Freunde, er wird gleich kommen. Keine Sorge. Auf jeden Fall ist es sehr nice, dass ihr wieder am Start seid. Und natürlich geht der Dank wieder raus an die aktiven Supporter da draußen, die die Videos bewerten und mich damit zum Lächeln bringen. Das ist so wunderschön. Eure gute Tat, habt ihr damit am Tag erfüllt. Und da es ab und zu mal Doppelfolgen gibt, könnt ihr sogar zwei gute Taten an einem Tag erfüllen. Das ist krass, oder? Das ist krass, Freunde. Das ist schon, also, wunderschön. Bleib bei mir, denn schon bald werden wir den Untergang von John Seed miterleben. Ich dachte schon, John Cena. Ich hatte eigentlich die andere Mission angewählt. Der Herr wird ihn erkennen auf seinem Siechbette. Du hilfst ihm sowieso hier schon aller sind, Krankheit. Können wir mit dem auch reden. Deputy. Wir müssen reden. Auch typische deutsche Synchronstimme. Man hört den in jedem dritten Spiel gefühlt oder sowas. Komm her, Deputy. Aber heftige Stimme. Ich danke dem Herrn jeden Tag, dass er dich und mich zusammengeführt hat. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John Seed dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Woodson Schweinefarm. Gecheckt. Was ist denn los, Peaches? Lass mal durch. So. Warte mal, erstmal gucken. Was ist denn los, Bumi? Komm doch. Können wir noch Schnellreise hinmachen? Ne, warte mal. Jetzt haben wir noch das andere markiert. Können wir Schnellreise von hier machen? Machen wir Schnellreise von da. Gar kein Problem. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Das sagt John Seed. Naja. Wir werden ja sehen, wer am Ende dir vergibt. Wahrscheinlich keiner. Ich glaube nicht, dass dir irgendjemand vergibt. Jedenfalls nicht Leute, die bei Verstand sind. Oder halbwegs. So, Freunde. Deputy, John Seed und seine Schergen haben fast unseren gesamten Treibstoff abgezapft. Kannst du ein paar Tankwagen von Eden's Gate kapern und nach Falls End bringen, bevor es richtig ernst wird? Damit hältst du sie auf und uns am Laufen. Gerne. Nur jetzt halt nicht. Also die Tanklaster, die sonst zerstören sollen? Es gibt ein Problem. Eden's Gate hat etwas klargemacht, dass sie den Verkünder nennen. Das ist ein gottverdammter Panzer. Sie wollen die Straßen zurückerobern. Und eine unserer Patrouillen steckt mittendrin. Sie brauchen deine Hilfe und zwar schnell. Ey, willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich so verarschen? Du weißt, all deine Jungs haben mich verraten. Ja, dann mache ich denn doch das erst. Sei vorsichtig, wenn du zur Schweinefarm der Woodsons kommst. Ey. Wenn die Sektenleute dich sehen, töten sie die Geißeln. Du musst leise angreifen. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Was machen wir denn jetzt? Na komm, wahrscheinlich sagt die eh nur... Alter, was soll der Ruckler immer so heftig? Wahrscheinlich sagt die eh nur, ja, du musst leise vorgehen. Du musst jetzt schnell helfen. Das wird wahrscheinlich eh nichts... ausmachen. Alter. Boah, lassen sie die von den Schweinen anknabbern, oder was? Öffnet euch für den Vater! Akzeptiert sein Geschlecht! Das ist doch ein Flammenwerfer, Johnny. Oh Gott. Oder brennt für die Ewigkeit.
Wenn Sie sehen, was von dir übrig ist, wissen die Sünder, wo sie hingehören. Eure Absolution bekommt ihr, wenn ihr Ja sagt. Uma! Uma! Dieses Feuer wird euch verwandeln. Ey, ich glaub... Freunde, ich glaube, ich muss mich beeilen, ohne Witz jetzt. Ich glaube, ich muss mich beeilen, ey. Ich glaube, der fackelt den gleich ab. Jawoll! Das sind meine Tierchen. There we go. Da, 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 da. Wo ist denn die letzte Geisel? Das ist korrekt, ja. Aha, hier, guck mal. Alle drei! Woo, Junge! GSG-9-Style, oder was? Was ist denn hier los, Mensch? Vielleicht soll ich doch mal Rainbow Six Siege probieren, ne? Oh, fuck! Nee, das ist einer von mir. Ich weiß nicht. Ich hab aufgehört. Oh, 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 Granate! Achso. Das war schon die komplette Mission, oder was? Okay. Und dafür krieg ich 600 Punkte für das bisschen. Naja, gut, alles klar. Da kommen wir wohl John Seed näher, schneller näher als gedacht, oder? Die verstreute Herde? Du hast die Herde vom Bösen bewahrt und nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Menschen aller Schichten haben sich dem Widerstand angeschlossen und wollen der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und mit dir haben sie ihren Hirten gefunden. What? Direkt die nächste... Alles klar, direkt die nächste Mission. Ich krieg wieder zwei Missionen auf einmal geschenkt. Okay, cool. Ich war anscheinend besonders... Ich weiß nicht mal wofür. Hey, hau doch nicht ab, du hast eine Mission. Er haut einfach ab. Was ist mit ihm hier wieder los? Hallo, die Gegend ist gesichert. Er hat gar keinen Bock. Der legt ja richtig den Bitch-Blick auf. Alter, was ist denn mit dem? Oh, ich bin ja auch sneaky hier. Das ist so schlecht gemacht. Es ist so schlecht gemacht. Schatz, ich bin's. Bist du bei den Kindern? Hör zu. Ich habe John Seed wegen unserer Farm getroffen. Ich habe ihm gesagt, dass wir das besprochen und dass es zwar großzügig ist, aber wir das annehmen werden. Und, ich weiß nicht, ob da lief. Er meinte, dann sagte er, er würde pusten, so ein Ausweg ist. Ich weiß nicht, was in ihm gefahren ist. So als ob man einen Schalter umgelegt hat. Ich weiß nur, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Wir sollten mit Pastor Jerome sprechen. Er hatte auch schon Ärger mit den Seeds. Ich bin gleich zu Hause. Ja, mit Zuschuss ist halt nicht so Spaß. Was geht denn hier wieder in der Umgebung ab? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt fährt der auch noch weg, einfach. Ey, sag mal. Naja, egal. Gut, okay. Ich weiß nicht, warum ich zwei Missionen geschenkt bekommen habe. Ich habe keine Ahnung. Das hier, oder? Das war das. Hey! Geh mal runter da. Beschlagnahmen, weg da! Oh,
Oh man, das ist mein Baby! Verpiss dich! Best of! Rein ins Best of! So nicht anders holt man sich die Autos. Yes. Ey, was soll ich da machen? Ich muss schnell dorthin. Alles klar, viel Spaß beim Jagen. Viel Spaß beim Jagen. Freunde. Mal eine Frage der aktuellen Folge. Ja? Was ist euer Lieblingsspiel bisher in diesem Jahr? Was ist euer Lieblingsspiel bisher in diesem Jahr? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und was ist euer Most Wanted Spiel noch für dieses Jahr? Das würde ich ganz gerne mal wissen von euch, Freunde. Das wäre sehr nett. Danke dafür. Warte mal. Das muss ich mal ganz kurz auschecken. Ich habe mir nicht genau gemerkt, wo das... Wollt ihr Stress? Na, ja, okay. Ich habe nicht genau gemerkt, wo das S-Easter Egg ist, aber hier ist es nicht, ne. Ne, hier ist es zumindest nicht. Gut, dann können wir ja weitergehen. Dann können wir eigentlich weitergehen. Ich sehe das Ziel. Ey, wer du, ja, er verfolgt mich wieder. Ey, ohne Witz, das ist das Nervigste überhaupt. Wenn du jetzt wieder versuchst, mich anzugreifen. Greif lieber den anderen und ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist es der Kollege, den wir befreit haben? Ne, der hatte doch eine gelbe Maschine. Die ist... Was ist sie denn? Da. Wen jagt der denn da? Ich habe keine Ahnung, wer da kämpft überhaupt. Ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Euer Lieblingsspiel bisher in diesem Jahr, was rausgekommen ist in diesem Jahr. Nicht jetzt mit Assassin's Creed 2 kommen. Das machen nämlich meistens Leute, die dann die Frage falsch verstehen oder so. Jetzt kommt er, um seinen Kollegen zu rächen. Jetzt kam der einfach, um seinen Kollegen zu rächen. Alter, was ist denn hier los? Truck geplündert. Aber den habe ich ja schon. Alter, was ist denn hier passiert? Danke, Deputy. Ein verdammter Albtraum auf Rädern ist direkt durch uns durchgerast. Überprüft den anderen Kontrollpunkt, die Straße runter. Schnell! Der verdammte Truck hat unsere Straßensperre einfach gebrochen. Hab das Ziel im Visier. Was ist das Ziel im Visier, ja? Das packe ich. Meine Familie zählt darauf. Ja, ist okay. Ich werde eh niemals verstehen. Niemals werde ich verstehen, warum Leute bei einer Straßensperre hinter den Autos stehen, die Straßensperre sind. Das werde ich niemals verstehen. Ich werde es nicht verstehen. Es wird immer mal jemanden geben, der da durchbrettert. Vor allem, wenn man, wie in der letzten Mission gesehen hat, beziehungsweise in der letzten Folge, mit einem LKW kommt, mit einem Truck, der rammt dich einfach weg, der rammt die Autos weg und der rammt dich gleich mit weg. Geile Straßensperre. Tod von oben! Wie tot von oben? Was labern die, Alter? Ich werde es nicht verstehen, was hier los ist. Diese Flugzeuge. Ganz komischer Haufen. Hallo? Oh. Ah, ist das das Sektensymbol? Ich sehe das Ziel. Keep it clean, man. Lass dieses Ding nicht durch! Wir kann das nicht aufhalten!
Natürlich können wir das aufhalten. Kurz. Zack. Weg da, Boomer. Was ist denn das? Und zack, kommt die Musik. So schnell kann es gehen, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell die Punkte vollbekommen. Früher hat Mike immer mit seinem Auto angegeben. Ein echtes Monster. Jetzt ist er tot und ich würde mir die Kiste gern vom Sunrise Dreschplatz holen. Und damit alle Peggys, die ich sehe, in Grund und Boden fahren. Männerhöhle. Aha, aha. Nice. Tja, Freunde. Wir sind jetzt knapp bei einer Viertelstunde. Aber wahrscheinlich wird John gleich Jagd auf uns machen. Allerdings. Ja, das ist nicht mehr in die Folge mit reinnehmen, weil wir schon zu weit vorne fortgeschritten sind. Was ist das denn für einer da? Jetzt überlege ich aber, was ich mache. Weil eine normale Mission annehmen, dann werde ich wahrscheinlich während der Mission weggecatcht. Ihr versteht das Dilemma, oder? Ihr versteht es. Ist das ein Außenposten? Nee, das ist doch... Hier ist ja gar nichts mehr los. Hier ist ja alles kaputt. Da war so ein Silo. Das ist halt jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Das ist die Frage, Freunde. Das ist die entscheidende Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt so schnell zusammenbekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Folge schon reicht. Vor allem nach einer Viertelstunde 2000 Punkte oder so geholt. Ich meine, das war jetzt auch keine Mission. Das war keine Mission. Das war einfach nur, geh hin, mach den Truck kaputt, fertig. Krass. Und das war eine Story-Mission, Freunde. Das war eine Story-Mission, oder? Oder war das keine Story-Mission? Doch, ich glaube, das war deklariert als Story-Mission. Hallo? Wo sind sie denn jetzt alle? Gut, schauen wir mal auf die Map. Was haben wir denn noch? Tritt aufs Gas. Ja. Aber das ist halt auch Tanklaster finden, weißt du? Oder? Warte mal, unter mir ist noch einer. Oder was ist das? Ah, ne. Das ist einfach nur eine scheiß Straßensperre. Wie er schön stehen bleibt, erstmal. Piu, piu, piu! Ja, dazu müsste man erstmal so einen Tanklaster finden, ne? Was ist denn hier? Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Oh, das ist aber... Das ist jetzt eine richtig kritische Situation. Jetzt hat er Verstärkung gerufen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Hilfe! Hilfe! Ich brauche auch Verstärkung. Deine Taten haben Konsequenzen, Deputy. Ich habe deine Freunde hier in Fort's End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Du darfst dich uns gerne anschließen.
Oh oh. Oh oh. Oh yo 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 yo. False end. Shit. Gut. Okay. Wisst ihr was? Wir werden jetzt nochmal ganz kurz gemeinsam shoppen gehen. Das machen wir nochmal jetzt zum Abschluss. Und dann beim nächsten Mal ist John Motherfucking C dran. Und dann werden wir mal schauen, was der zu bieten hat. So, weißt du, ob der überhaupt irgendwas drauf hat, außer Zahnbelag. Wir schauen. Wir werden schauen. So. Und zwar für die kleinen. Für die kleine Waffe. Für den kleinen Waffenslot. Warte mal, was hat das? 233 87. 233 87. 233 87. 233 87. Die ist schon mal besser. Weißt du was? Ich hole sie mir jetzt einfach. Bisschen was, oder ist die noch besser? Ne, die nehmen wir. Die nehmen wir jetzt einfach, weil ich da Bock drauf hab. So. Die werden wir jetzt direkt aufpimpen. Ja, wäre schön. Warte mal. Reflex, zack. Bam. Eckig. Zack, erweitertes Magazin, zack. Einfach, weil ich da Bock drauf hab. Auch das hier, zack. Juckt mich gar nicht. So. Dann, was haben wir denn noch? Eine fette Schrote oder was? Die ist schön. Eine Spaß 12. Nee, aber nehmen wir ihn trotzdem nicht. Sturmgewehr. Haben wir die AK. Bei der AK bleiben wir auch. Dann haben wir ja die Alien-Knarre. Aber die Alien-Knarre, ja, ist in Ordnung. Aber wir nehmen trotzdem eine andere. Wir nehmen die jetzt, das hier. Das will ich jetzt haben. Obwohl, ist ja das gleiche von den Werten her und die ist halb so billig. Halb so teuer. Zack. Ja gut, dafür sind dann die Skins hier absolut hässlich. Absolut hässlich. Scheiß drauf, egal. Da muss auch ein bisschen was Neues hin. Auch ein eckigen Schalldämpfer drauf. Zack. Er war das Magazin. Zack. So, Gegenstände. Zack. Haben wir alles. Rauchgranaten brauchen wir nicht. Wurfmesser haben wir. So, Munition. Sind wir voll. Ausrüstung, Vorteile meine ich. Vorteile. Ich meine, ich habe es bisher nicht gebraucht. Aber wir können ja mal gucken. Schwarzmarkt. Ich habe es nicht gebraucht bisher. Und ich brauche es eigentlich auch jetzt nicht wirklich. Aber ich guck mal. So, Gegenstände. Weil wir sind ja eigentlich komplett voll. Weißt du? Wir sind alles, wir haben alles komplett voll. Ey. Rohrbombe. So. Panzerbrechermunition. Ah, guck mal, hier haben wir die Spezialmunition. Ah, brauchen wir nicht. Scheiß drauf. So, zack. Bam, 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 Junge. Zeig mal die Knarre. Yes, schön. Schön, 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 schön. Warte mal, der Raketenwerfer braucht auch nochmal einen Face-Off. Facelift. Und Freunde, ihr könnt auf jeden Fall schon mal eine Bewertung da lassen, falls ihr es eh nicht schon gemacht habt. Und auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei sein, ist ja klar. Das ist klar, Freunde. Und zwar, warum ist hier auch das Rot? Zack, einfach weil ich da Bock drauf hab. Einfach weil ich da Bock drauf hab. So, bam. Das war's. Jetzt testen wir mal die Knarre hier direkt. Nein, ich hab dich doch getötet. So, kommt raus, Freunde, kommt raus. Guck mal hier. Du hast keine Angst? Danke für das, was du in Hanbane für uns getan hast. Cool, kein Ding. So, Freunde, das war's denn an dieser Stelle.
Ging schneller, als ich gedacht habe. Wie gesagt, mit, Alter, wieso bin ich denn so schnell plötzlich, wenn ich so springe? Guck mal, wie schnell ich bin. Yippie, 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 yippie. Ja, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell das Ziel erreichen. Wir haben es erreicht. Und beim nächsten Mal gehen wir dann zu John. Also seid auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch wenn ihr mal Twitter, Instagram abchecken würdet. Und vielleicht auch mir dort folgen würdet. Das wäre auch super fein. Und ansonsten, haut ihr rein. Tschüss.